Wie kann man einen eishockeyfreien Sonntag denn besser verbringen als in der Eissporthalle? Zu Gast beim letzten Heimrundenspiel dieser Saison, das waren die Augsburger Panther. Die kennen wir natürlich auch schon von unserem Ausflug nach Augsburg, da wart ihr ja auch dabei. Und selbst die Pinguine wollten dieses Spiel nicht verpassen, mussten allerdings heute draußen bleiben. Währenddessen liefen die Vorbereitungen in der Halle, in der kleinen genauso wie in der großen. Und schaut mal, das hier wird heute nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Die Vorbereitungen für ein ganz neues Intro laufen hier und... Hi, hallo Max, hallo Finn, ich bin's Henny. Ich habe gehört, ihr singt meinen Song. Das finde ich sehr gut. Wir spielen heute die neue Version. Und damit ich hier nicht mit leeren Händen dastehe, schicke ich... Während die letzten Vorbereitungen abgeschlossen werden und das Eis gemacht ist zum Aufwärmen, schauen wir natürlich auch da ein bisschen zu. Und schaut mal, die Nummer 44, die hat nicht nur der Finn, sondern auch Dennis Endras. Den haben wir euch auch schon mal vorgestellt, den Augsburger Keeper, einer der weltbesten Torhüter. Und das da oben sind Max und Finn, noch ein bisschen weiter weg, dafür Trevor umso näher dran. Und natürlich auch mal kurz abgeklatscht. Das ist unser Torhüter, die Nummer 30, Jack Hildebrand. Und dann ging es auch schon los mit unserer Einlaufzeremonie. Es war eigentlich fast wie immer, aber heute stand ja noch was ganz Spezielles auf dem Programm. Neben der Performance von Henny Nachtsheim und seinen Musikerkollegen ging es natürlich heute auch noch um den Einzug in die Pre-Playoffs der DEL. War super spannend und das werden wir nachher im Laufe dieses Videos auch noch sehen, wie es alles wieder hin und her ging. Und als erstes möchten wir euch aber natürlich nicht vorenthalten, was da auf diesem Anhänger war. Und natürlich auch dieses etwas überarbeitete Lied aus dem Löwen-Repertoire. Natürlich können wir lautstark mitklingen. Nächste Highlight jagte direkt im Anschluss hinterher. Rüdiger, 30 Jahre Stadionsprecher bei den Löwen Frankfurt. Das ist krass, wie viele Menschen kennen diesen Eishockeysport gar nicht ohne diese Sprecherlegende in der Eissporthalle. Gefühlt ist die Eissporthalle auch kaum einen Tag älter. Ich weiß gar nicht, wie viele Strafen wir bezahlt haben für dich, wie oft du gesperrt wurdest. Eins ist klar, die Fans lieben dich, wir lieben dich, du bist unsere Stimme. Rüdiger, dein Applaus, vielen, vielen Dank für alles. Rüdiger Spaß! Geiler Typ, geile Frisur und den müssten wir auf jeden Fall nicht missen. Und wer so mal seinen Job gemacht hat, der weiß auch, wie hart das wirklich ist. Rüdiger, Dankeschön von dieser Stelle und natürlich auch von Max und Finn. Da geht die Legende hin und setzt sich hin. Henny Nachtsheim und seine Musikerkollegen. 12 Jahre Röttger Monotons. Das hier ist Basti Kuzis, der Leute leider nicht zum Einsatz kam. Stattdessen unser Ersatztorhüter Callum Booth. Und das ist ein echter Showman. Sehen wir nachher auch noch. Und hier lassen wir uns mit dem Einlauf der Profis alleine, die Max und Finn besonders ins Herz geschlossen haben.
Kapitän, mit der Nummer 4, Reed. Verteidiger mit der 6, Kevin. Im Sturm mit der 8, Mason. Herstürmer mit der 9, Jerry. Entwicklung mit der 13, Ryder. Stürmer mit der 14, Yannick. Bei uns im Sturm mit der Nummer 17, Carter. Zum vielleicht letzten DEL-Spiel der Augsburger Panther sind auch echt viele Fans mitgereist und die haben ordentlich Stimmung gemacht, da mussten wir uns echt auf die Arschbacken setzen. Schaut mal auf den Spielstand, da steht jetzt aktuell 1:1. Da Berlin aber mit 2:0 gegen die Schwenninger Wildwings führte, waren wir in dem Moment raus aus den Pre-Playoffs. Und besonders raus waren wir da, als wir auch noch 2:1 in Rückstand geraten sind. Für Finn und Max war es hier wirklich spannend, aber natürlich war auch nie unser Lieblingstorhüter hier, der Augsburger Panther, weit weg. Dann gab es eine Strafe gegen Augsburg, 2:2, wegen einem hohen Stock. Das nutzten die Löwen zum Ausgleich und damit waren wir wieder im Rennen. Warum? Die Eisbären mussten auch zwischenzeitlich den Ausgleich hinnehmen. Das war eine Diskussion, die gab es öfter mal heute, Ryan Olsen mit den Schiedsrichtern. Aber warum, das weiß ich auch nicht wirklich. Dann gingen die Löwen sogar mit 3:2 in Führung, was uns direkt mal auf Platz 9 der Tabelle und einen sicheren Pre-Playoffs-Platz brachte. Aber dann mussten wir auch unmittelbar danach den Gegentreffer hinnehmen. Und damit war es wieder Platz 10. Da habe ich mich gefragt, ob dieser Linesman nochmal einen angemeldeten Nebenjob hat. Aber es war halt einfach so, nach der Pause war es eisfrisch gemacht. Und der Puck rutschte einfach nicht und von daher hat er die nassen Stellen einfach weg. Wie gesagt, es stand bis kurz vor Ende 3:3. In Berlin übrigens auch. Und damit war auf jeden Fall nach der regulären Spielzeit klar, wir sind dabei bei den Playoffs 2023 in der DEL. Und in dem Fall gegen die Düsseldorfer EG. Es ging beide Spiele dann sozusagen als weiter in die Verlängerung. Frankfurt schießt jetzt gleich den Siegtreffer und Brett Breitkreuz macht sich nochmal ganz schlag. Und dann hat es geklingelt. Respekt, liebe Löwen. Geile Saison. Verdient der Sieg zum Abschluss. Und es geht ja noch weiter. Für Reed McNeil erstmal hier in die Interviewrunde für Magenta Sport. Und die Augsburger Panther würden wir natürlich gerne wieder in der DL sehen. Und vielleicht schauen wir mal, wie es ausgeht, weil irgendeiner muss ja erstmal aufsteigen. Hier ist wieder unser Dennis Entras und wir haben es dann endlich geschafft. War zwar ein bisschen Arbeit, aber hier unser Finn mit der Goalie-Legende aus Augsburg. Ganz lange in Mannheim gewesen. Das hier unser Jack Hillebrand, wie er vom Eis geht. Ein bisschen das Gefeier der Fans noch mitgenommen und der musste natürlich dann auch noch tanzen. Und das ist das Lied unseres Ersatztorhüters. Und schaut mal, was das für ein Vogel ist, im wahrsten Sinne des Wortes hier. Auf geht er. Ich muss sagen, tänzerisch mindestens auf dem Video von unserem Basti Kutzis. Aber das Warm-Up-Show von ihm, die ist legendär. Also ich habe es heute leider verpasst, es wirklich aufzunehmen, aber die ist wirklich cool. Augsburg ließ sich natürlich dann auch noch Gebühren feiern, haben sie auch verdient. Und unser Jack, den Tanz möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und ich muss sagen, er hat sich hier auch wirklich deutlich gesteigert, wenn man die Auftritte vom Anfang der Saison sieht. So jetzt, das ist eine echte Evolution. Aber der Tag sollte ja noch nicht zu Ende sein. Es geht ja immer noch ein bisschen weiter. Nicht nur beim Feiern auf dem Eis, sondern nachher haben wir auch natürlich auch das ein oder andere Highlight für Max und Finn auch mitgenommen. Dann sind die Jungs hier auf die Ehrenrunde und wie ihr sie kennt, Nathan und auch Reed haben natürlich Max und Finn erkannt. Ein bisschen durchs Haar gebuschelt und da freuen sich die Jungs immer, wenn die Frisur sitzt. Ganz im Gegensatz zum Papa. Da kommt der Reed McNeil mit dem kleinen Mädchen auf dem Arm. Jack Hillebrand. Dann ging es auch für die Jungs in die Kabine. Gefeiert wurde weiter. Und die Stimmung war wirklich auch nach dem Abpfiff noch cool. Und die Jungs kamen dann alle nochmal raus. Und
feierten hier nochmal auf dem Eis mit ihren Fans in der Frankfurter Eissporthalle. Trevor fehlt natürlich auch nicht. Ihr habt vorhin gesehen, hier nochmal unser Hooligan, der erstmal nicht wusste, wohin mit seinen Kindern und sich erstmal mit seiner Frau abstimmen musste. Aber das ist Eishockey Live. Hier Konsti Vogt, die Nummer 26, auch ein sehr, sehr netter Spieler. Hat sich auch die Saison toll entwickelt. Dann kamen sie alle nochmal Schritt für Schritt aufs Eis und haben sich ausreichend geführt lassen. Carter Rowney verschenkte sogar einen Schläger. Unser Nathan Burns hat auch nochmal einen ganz kurzen Blick. Und hier Yannick Wenzel, die Nummer 14, auch ein sehr sympathischer Spieler, aber er ist es nicht. Wie gesagt, vom Schnitt her haben wir es hier nicht in die perfekte Chronologie geschafft. Den Typen kennt ihr, das ist unser Trevor. Pax kennt ihr natürlich auch. Wir haben übrigens schon mal fast das gleiche T-Shirt. Und irgendwie haben sie sich auch gern. Dann gab es heute so Silbertafeln. Das haben sich Max und Finn von ihrem Taschengeld gekauft. Max hat sich für Dominik Bock entschieden und der Finn für unseren Herrn Breitkreuz. Damit geht auch so ein Tag zu Ende. Wir benutzen Jan Bader für den Abschied. Vielen Dank. Geile Saison und es geht ja am Freitag weiter. Bis dahin und tschüss.